Manchmal führen alle Wege nach Hogsmeade. Also bisher machen die Sidequests auch wahnsinnig viel Spaß. Ja, manchmal ist es schon ein bisschen, also die Quests waren jetzt hier natürlich ein bisschen frustrierend wegen den Angreifern. Aber auch das macht irgendwie Bock. Also Hogwarts Legacy ist das erste Open World Game, wo ich sage, neue Lieferung Krötenhaut. Wo ich wirklich sage, ich habe Bock, die Sidequests zu machen. Welche Tierwesen-Nebenprodukte möchten Sie denn gern erwerben? Einfach so verkaufen hier. Die E-Mars-Desk. Okay. Ich habe nichts dagegen, für gewisse Kunden was zu verkaufen. Kommen Sie gerne wieder. Fast ein bisschen herzlos, die zu verkaufen. Eigentlich haben wir jetzt alle bei uns. Wir müssen nur einen Raum der Wünsche und Chinesen haben wir jetzt auch. Also wir haben Drehkohl. Und Fupa haben wir noch nicht. Da müssen wir mal gucken. Sie können gerne wiederkommen. Sie sind jederzeit willkommen. Dieses Futter. Riesige lila Kurze. Was ist eigentlich, wenn man es... Letztens gab es hier sogar ein Fupa. Deswegen... Frage, was müssen wir einfach klauen, wenn wir Schnappsack nehmen und die mitnehmen? Was wir dann kaufen? Und hier bin ich jetzt nicht dran interessiert. Und der Fupa, den wir hier hätten wir nehmen können, das wäre ein Ding gewesen. Und der Quest in Hogsmeade ist doch genau das Richtige. Gibt's einen gemütlicheren Ort als Hogsmeade? Jetzt bin ich mal gespannt. Es vergeht kein Tag, an dem ich nicht bin. Ist alles in Ordnung? Oh, was für ein Segen. Danke für die Nachfrage. Ich bin Betty. Betty Buckbrook. Und nein, nichts ist in Ordnung. Es geht um meine liebe Freundin Hazel. Sie ist in Gefahr. Hazel? Ja, sie ist ein Einhorn. Ich kenne sie seit Jahren. Sie verlässt den Wald nur ungern. Darum besuche ich sie einmal in der Woche, bürste ihr die Mähne und bringe ihr Leckerbissen. Oh, nichts verkehrt ihr dran, Fell bisher. Ist prächtig. Nun, als ich das letzte Mal bei ihr war, wurden wir von einem Wolfsrudel brutal angefallen. Hazel, treu wie sie ist, sprang vor mich, um mich zu schützen. Jeder braucht einen Einmonatspunkt. Dabei könnte sie verletzt worden sein. Es tut mir leid, das zu hören. Ich will ihr helfen, aber sie scheint sich versteckt zu haben. Aus Angst, nehme ich an. Ich weiß, dass Sie in Hogwarts viel über die Pflege von Tierwesen lernen. Vielleicht können Sie meine Einhornfreundin finden und sie an einen sicheren Ort bringen, damit sie gesund werden kann. Wie sind Sie einem Einhorn denn so nahe gekommen? Es war einfach Glück. Ich begegnete ihr, als sie noch ein kleines, goldenes Fohlen war. Sie hatte noch nicht mal ein Horn. Sie hat mir sofort vertraut. Wir haben immer stundenlang zusammengespielt. Oh je, ich hoffe, es geht ihr gut. Einhornhaar ist ein wertvoller Zauberstabkern. Und ich schätze, ein oder zwei Haare weniger tun ihr nicht weh. Aber ich habe Angst, dass die Wilderer es auf ihr Blut abgesehen haben, um sich selbst am Leben zu erhalten. Und allein den Gedanken daran ertrage ich nicht. Wer will denn bitte Einhornblut trinken? Das kennen wir aus Harry Potter 1, was damit einem passiert.
Ich halte nach Ihrer Einhornfreundin Ausschau und bringe sie in Sicherheit, wenn ich sie finde. Oh, Sie haben eine gute Seele. Sowas erkenne ich sofort. Aber bitte bringen Sie sich nicht selbst in Gefahr. Ich weiß nicht, wo genau sie ist, aber ich kann Ihnen sagen, dass Ihre Höhle nördlich von Hogsmeade liegt. Und obwohl ich sie in letzter Zeit nicht bürsten konnte, kann ich mir vorstellen, dass sie immer noch das glänzendste und schönste Fell der ganzen Herde hat. Wenn wir die behalten würden... Man erkennt sie am strahlenden Fell und Obacht, sie ist ein dicker... Hätten wir nicht ein zweites Einhorn. Ich muss nach einem Einhorn mit strahlend hellem Fell suchen. Das hoffentlich das andere Geschlecht hat, damit was paaren kann. Damit wir junge Einhornbabys kriegen können. Das wäre echt nicht schlecht. Schade, dass wir uns keine Katzen einfangen können. Ja. Sehr schade. Der eine im Bau ist genau in die andere Richtung. Zauberer aus Cornwall kreuzt angeblich Huhn mit. Ich muss nach einem Einhorn mit strahlendem Fell suchen. Ein Zauberer aus Cornwall soll einen Huhn mit einem Drachenart gekreuzt haben, der als Walische Grüning bekannt ist. Das Gerücht muss noch bestätigt werden, aber Beamte des Ministeriums haben festgestellt, dass dies, falls es wahr ist, unverantwortlich, wenn auch zugegebenermaßen legal ist. Dies ist offenbar das jüngste Gerücht über eine Kreuzung des Zauberers aus Cornwall, der in seiner Heimatgemeinde für Gesprächsstoff sorgt. Ich habe gehört, dass er ein Billywig mit einer Jakobsmuschel gekreuzt hat, erinnerte sich ein Nachbar. Er hat versucht, sie zu braten. Er schwebte tagelang und davor gab es angeblich eine Ziege und ein Mondkalb. Das kann natürlich auch nur ein kleines Mondkalb gewesen sein. Aber ich bin mir sicher, dass ich den Niffler gesehen habe, den er mit einem Käfer gekreuzt hat. Ja genau, da bin ich mir fast sicher. Die Behörden beobachten die Situation genau, um sicherzustellen, dass dieses neue Experiment, auch das Drun genannt, falls es tatsächlich existiert, keine Bedrohung für die östliche Zaubereigemeinschaft oder für die in der Nähe die Mucke darstellt. Nehmen an, dass, falls das Gerücht stimmt, unsere Bedenken größer sind, wenn sich um einen Huhn von der Größe eines Drachens handelt, nicht um einen Drachen von der Größe eines Huhns, sagte Belinda Brown vom Ministerium. Aha. Merkwürdige Tagespropheten-Berichte. Auf geht's nach Hogsmeade. Nee, gerade bin ich auf dem Weg hinaus. So, hier gibt es ein paar Gegner. Hier will jemand Ärger. Und ein paar Straßenköter. Nichts weiter problematisches. Aber es gibt Erfahrungspunkte. Wir waren auch muss schon mal sehr unfair gewesen sein. Können wir da hinein? Ich glaube, da war ein Schloss davor. Ah!
Aha. Schwebende Kuh. Jetzt mal weiter auf dem Pfad der Quests. Kleiner Spazier ran. Hat schon selten schlecht getan. Keine Ahnung. Dummer Spruch. Dummen Spruch einfügen. Oh, verdammt. Ist ja nix. In der Hogwarts wohnen wir jetzt noch nicht. Wer hier wohl wohnt? Das könnte gefährlich werden, wenn ich nicht aufpasse. Ach, Blödsinn. Was kann mir noch gefährlich werden? Ach du Scheiße. Ein hoher Abgrund. Ein tiefer. Nicht hier lang. Das hat schon bessere Tage erlebt. Na toll. Mit einem reinen Spinnennetz. Netz wahrscheinlich auch. Ja, ich hasse Spinnen. Was? Das wird ein Spaß. Ich hasse ich auch. Wagt es, meine Leute zu töten? Craft schon ewig keine lohnenswerte Beute mehr gesehen. Das war immer hier entlang. Dürfte nicht mehr weit sein. Erfahrungspunkte. Juhu. Natürlich sind die Wilderer schon in der Nähe. Hazel muss hier irgendwo sein. Wenn wir auf die Straßen können, was wir können.
Schwarz-Weiß-Denken zeugt meiner Meinung nach nur von Gering. Die Tierwesen in der Nähe können jetzt ruhig schlafen. Hier ist ein Einhornbaum. Wo ist das Einhorn? Aha. Im Käfig. Nee, du bist nicht mal. Ich befreie dich trotzdem. Da ist noch ein Gebiet. Aha. Schon, ich will doch nur helfen. Na komm, bleib hier. Und nochmal von vorne, als ob. Ein Infiri. Das hat mir jetzt noch gefehlt. Das ist nur einer. Na komm schon. Erzähl mir nichts. Rein mit dir. Iso muss zurück zum Tiergehege. Ich sollte Madame Backbrock sagen, dass sie in Sicherheit ist. Na dann, eine schöne Einhorn-Quest. Das war auch mal wieder schön. Wir sind trotzdem immer noch kein Level höher. Das ist wirklich bedrückend. Da werden wir wohl noch ein bisschen für brauchen. Vielleicht schaffen wir es in diesem Stream auf Level 33. Und dann in den nächsten Streams Mehrzahl auf Level 34. Montag will ich nicht lang genug spielen, dass wir das Level schaffen werden. Und vielleicht Freitag. Ich glaube, dass optimistisch gesehen können wir das am Freitag schaffen. Seines passiert nur wundern. Wir machen irgendwie eine ganz große Zeitquest, die uns sehr viele Erfahrungspunkte bringt. Aber das sehe ich irgendwie nicht.
Weil ist ja okay. Das wir jetzt, bevor wir den Schuljahresabschluss sehen können. Dass wir dann nochmal ein bisschen verarbeiten müssen. Zweifellos schon lange verlassen. Hier sich Gegner. Hallo. Straßenflüter mit der Macht zu hier natürlich. Das war ein bisschen überpowered. Gleich mal ändern. Und ein paar neue Handschuhe. Eine Katze am Wegrand. Manchmal führen alle Wege nach Hogsmeade. Zwerge auf ihre fortlaufenden Missionen. Jede Katze an diesem Spiel zu streicheln. Die es auch nur gibt. Ich will über den Weg laufen. Okay, ich bin mit dem Einhorn zurück. Madame Buckbrook, ich habe Ihre Einhornfreundin Hazel gefunden. Oh, ein Glück! Geht es ihr gut? Geht es Ihnen gut? Haben Sie einen sicheren Ort, an dem sie bleiben kann? Uns geht es gut. Und ich habe einen sicheren Ort für Sie in Hogwarts. Sie haben mein gutes Herz, wirklich. Ich bin erleichtert und dankbar, dass Sie für Sie sorgen. Ich werde mein goldiges Pixelpony vermissen. Aber ich weiß, dass sie fernab von den Wilderern sicherer ist. Bürsten Sie sie doch für mich, ja? Im Zweifel ist ein Hund. Kümmern Sie sich gut um Hazel, ja? Auf jeden Fall. Eine hölzerne Jungfrau. Oha. Willkommen dem Level 33 immer näher. Der Überkopf. Sidequest in Hogsmeade haben wir jetzt hier nicht offen. Schade. In Hogwarts. Ja, ich fürchte, da werden wir nicht hin dürfen, bevor es. Wir können dahin schnell reisen, aber wenn das Event nicht triggern können, bevor wir nicht die Quest, die das Level bestanden haben. Ihr Handbuch ist ja wirklich praktisch. Ich freue mich, darin vorzukommen. Wen haben wir denn hier? Rebellion.
zu diesen Kardoktoren. Das ist er. Aha. Vielleicht mache ich das später mal. Betrüblich. Aber wir werden trotzdem jetzt mal in Hogwarts uns umgucken, ob es hier noch die eine oder andere Sidequest gibt. Quests auf der Karte angucken kann man nicht. Passage der eine oder die nächste. Gut, von mindestens einer Quest weiß ich, die ich gekonnt, die letzten, inzwischen schon über 100 Parts bestimmt auf YouTube. Ich habe jetzt nicht mitgezählt, die Zeit gestoppt während des Streams, aber ich denke, die 100er Mal haben wir schon überschritten. Müsste rein rechnerisch. Rein rechnerisch müsste das sein. Ich habe einen Running Gig daraus gemacht. Diese Quests einfach nur stehen zu lassen. Und nie mitzunehmen. Wenn wir schon mal hier sind. Und jetzt, wo wir Quests brauchen. Um der Wert anzusteigen. Ich weiß nicht, wenn das gar nichts. Aha. Eine Hausmarke. Na komm. Wunderbar. Okay, das müsste jetzt Nummer 13 sein, die wir jetzt genommen haben. Zwei oder drei Marken brauchen wir noch. Und Professor Weasley. Oh nein, Sie hier. Sir Fitzroy, meine Kröte. Er ist weg. Es ist doch nur Ihre Kröte. Da ist er. Vielleicht wäre eine Erklärung angebracht. Da war bloß eine Kröte es im Brunnen. Wenn es meine Weasley. Kröte gewesen eine wäre. Nach der anderen, bitte. Es war nur Ihre Kröte, du Professor. Petze. Das stimmt nicht. Levioso. Oh, Fitzroy, toll, die du böser Junge. Das sag ich doch. In Zukunft können wir unsere Zeit vielleicht mit sinnvolleren Aktivitäten verbringen, als einen Aufruhr zu verursachen. Ich sähe sie nur ungern Hauspunkte verlieren. Die Kröte ist allerdings ausgezeichnet. Sie springt prima. Haha. Professor Weasley. Können wir darüber sprechen, dass die Jahresabschlussfeier mit dem Hauspokal. Ich finde es wirklich wunderbar, dass sie so in Kräuterkunde aufblühen. Ohne sie wäre Hogwarts wohl verloren gewesen. Wer hätte gedacht, jemand in meinem Alter könnte mal ein Onkel sehen? Tja, sie, die du hast dich als ziemlich heldenhaft herausgestellt.
Onkel Ronan lässt. Und dann, ja, ist er. Ah. Das ist doch hier. Name vergessen. Na, Hallöchen. Geht's dir gut? Weißt du nicht, wer ich bin? Zenobia Nook. Nee. Das Mädchen, das alle in der Schule grundlos hassen. Das tut mir jetzt natürlich sehr leid. Jetzt, die hat ein ganzes Jahr durchgestanden und gewartet, dass ich endlich mit dir rede. Das arme Mädchen. Das ist... Wir haben die so gemobbt. Alle hassen dich? Einfach immer, wie sie gesagt hat. Weil Hogwarts voll von Tyrannen und Spielverderbern ist. Kann mir jemand helfen? Leander Cruet ist der Schlimmste, dieses untalentierte Mondkalb. Ich wollte Freunde finden, also habe ich meine Sammlung in den Gemeinschaftsraum gebracht. Meine Koboldsteinsammlung. Ich hatte gehofft, jemand würde mit mir spielen. Kennst du Koboldsteine? Kleine Kugeln, wie Murmeln. Ein tolles Spiel. Ich werde doch jetzt nicht. Wenn du verlierst, bespritzen sie dich mit stinkender Flüssigkeit. Koboldsteine? Das klingt nach Spaß. Das wollte ich den anderen auch erklären. Menschen können so grausam sein. Nur weil sie mit stinkender Koboldsteinspucke bespritzt werden. Dabei haben sie doch verloren. Imelda ist eine der schlimmsten. Aber Everett und Astoria sind auch schrecklich. Und jetzt haben diese schlechten Verlierer meine Koboldsteine an hohen Orten überall in der Schule versteckt. Aha. Hätte ich auch gemacht. Da haben sie aber ziemlich überreagiert. Allerdings. Und jetzt weiß ich nicht, wie ich sie allein zurückholen soll. Ich glaube, ich kenne die nötigen Zaubersprüche noch nicht. Aber jemand Talentiertes aus der 5. Klasse könnte mir sicher helfen. Hast du eine Idee, wie man deine Koboldsteine aus ihren Verstecken holen kann? Dann könnte ich sie ja gleich selbst holen. Wer meine Koboldsteine versteckt hat, kam ja auch da. Danke, du durfte helfen. Hast du keine Freunde an der Schule? Nicht wirklich. Was für eine Frage. Nati hat mal Hallo gesagt, aber seitdem kein Wort. Mal sehen, was ich tun kann. Das wäre wirklich toll. Komm bitte wieder zu mir, wenn du alle meine Koboldsteine gefunden hast. Bald kann ich wieder ganz allein Schlangengruben und Boccia-Koboldstein spielen. Och, die Arme. Okay, dann suchen wir mal die Koboldsteine. Ich sollte nachsehen, ob ich an hohen Orten in der Schule Zenobias Steine finde. Na, da ist doch schon einer. Das ist einer von Zenobias Koboldsteinen. Ich verstehe nicht, was der Aufruhr soll. Es hat ja fast was von Neville Longbottom in Teil 1, wo seine Erinnerung mich von Draco Malfoy. Ein Dreck, Hummelfall. Mieser Slytherin. Einfach versteckt wird. Wait, hier ist auch noch einer. Revelio. Sie schon. Hier.
Ich sollte nachsehen, ob ich an hohen Orten in der Schule Zenobias Steine finde. Ja, ja, mach ich doch schon. Bin doch schon halb fertig. Aha. Und 3 von 6. Jetzt haben wir gleich... Was haben Sie jetzt vor? Und gleich noch eine gute Tat getan. Hier geht's lang.